Hallo und herzlich willkommen zum Wiederherstellungstutorial von Skyrim. Es geht um den Wiederherstellungstree. Ja, Wiederherstellung ist gut, um sich selbst oder um Freunde zu heilen. Yo, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie könnt ihr das skillen? Am besten macht ihr das in Hochrodgar. Also der Hochburg der Graubärte, sage ich jetzt mal. Ihr müsst dazu einfach hier in den Innenhof gehen und dann geht ihr hier hoch. Ihr könnt jetzt nicht durch, passt auf. Ihr bekommt Schadenwert zurückgeworfen. Ihr bekommt außerdem durchgehend Schaden und eure Ausdauer wird auch entzogen. Und jetzt wirkt ihr einfach eure Magie und ihr seht, wie die Herstellung verbessert sich. Ihr bekommt immer wieder Schaden, deswegen zack. Ich bin jetzt als Magier natürlich, als Nicht-Magier sehr schwach. Ich habe sehr wenig Mana, deswegen muss ich hier sehr oft wieder mich erholen. Aber man sieht, man bekommt gut Schaden. Deswegen steigt die Wiederherstellung auch wieder an. Ich kann sehen, hier schon wieder um 1/4 angestiegen. Wenn ich jetzt so eine Magierrüstung hätte, wodurch sich die Magie besser regeneriert oder Wiederherstellungszauber weniger Mana kosten, könnte ich das jetzt hier einfach durchgehend machen. Und ja, dementsprechend kann man so seine Wiederherstellung wirklich schnell und effizient steigern, ohne viel Trulala, ohne einen Gegner, als der gegen einen kämpft. Jo, eventuell könnte man das Ganze natürlich auch machen. Aber ich weiß, nee, ich weiß nicht, ob es geht, aber wenn ich jetzt hier Fallschaden bekomme, hui. Ich bekomme leider keinen, dass ich mich danach heile. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es wie bei Beschwörung nur im Kampf zählt. So. Das war's auch eigentlich schon zu diesem Tutorial. Wie gesagt, ihr rennt hier hoch. Am besten wirkt ihr das Ganze beidhändig. Dann steigert es sich umso schneller, wobei es natürlich auch viel mehr Mana kostet. Bleibt jedem selbst überlassen, wie er es macht. Ja. Ihr seht. Uah. Tada, es ist schon wieder auf halb. Jau. Das war's und man sieht sich, Leute. Schaut meine Videos an. Vor allem mein Let's Play Skyrim, aber auch gerne meine anderen Tutorials. Und ciao.